Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Nidibenny-Channel. Wir kümmern uns heute wieder um Starfield. Du findest jetzt hier gerade einen kleinen Miniguide vor. Ja, ich habe die Mission einige Male gespielt, auf der Xbox und auf dem PC. Auch ich habe die Lösungsvideos auf YouTube benutzt. Und damit ging das auch sofort auf dem PC. Auf der Xbox hingegen hat das alles gar nicht funktioniert. Und ich habe jetzt so lange rumgetüftelt, damit ich einen Guide machen kann, wo es denn auf beiden Plattformen prima funktioniert. Und das ist ja hier. Im Hintergrund könnt ihr die Belohnungen sehen. Also man kann sich für zwei Seiten entscheiden. Einmal für das Labor, dann bekommt man die Nishina-Ausrüstung. Oder man entscheidet sich für Raphael. Dann kann man Raphael als Begleiter hinzufügen. Zunächst noch ein bisschen Grundlegendes. Ab wann kann ich denn überhaupt verwickelt spielen? Die Mission ist im Hauptstory-Strang verankert. Hier im Video seht ihr alle Missionen, die man bis dahin spielen muss. Ja, und man muss sehr weit spielen, wie man sieht. Bei den letzten drei Missionen, die man hier im Video sieht, die muss man nicht der Reihe nach spielen, sondern die werden zeitgleich ausgelöst und da könnt ihr selber entscheiden, was ihr zuerst spielt. Es passiert für dich, wenn du die NASA-Mission Geheimnisse auf der Erde spielen kannst. Die Mission findet im Freier-Sternsystem statt. Ihr müsst dann Richtung Freier 3 reisen. Dort nehmen wir ein Notsignal auf, welches wir auslösen, wenn wir den Satelliten finden. Auf dem Planeten Freier 3 suchen wir die Nishina-Forschungsstation und landen einfach. Direkt vom Landeplatz aus können wir die Forschungsstation oben auf dem Hügel sehen. Da stratzen wir hin und benutzen die Gegensprechanlage. Forschungsstation Nishina, hier spricht Hughes. Was wollt ihr hier? Ich antworte auf euer Notsignal. Was? Wir haben kein Notsignal gesendet. Trotzdem lässt er uns rein und unser Begleiter muss draußen warten. Also wir haben keinen Feuerschutz durch unseren Begleiter. Um die Sache aufzuklären, folgen wir Ethan und dabei passieren ungewöhnliche Dinge. Wir werden in so komische Höhlen rein teleportiert und ja. Das passiert mit uns fortwährend. Was zur... Ruhig, ruhig! Was zur Hölle war das? Wir wissen zunächst nicht, was los ist, aber wir finden heraus, das sind unkontrollierte Sprünge, die uns aufgrund unkontrollierter Verzerrungen zweier Realitäten in Verwunderung versetzen. Oh, Gott sei Dank. Endlich ist jemand da. Das Notsignal. Du hast das Notsignal empfangen, richtig? Wir stellen langsam fest, dass wir zwischen zwei Paralleluniversen, die gleichzeitig nebeneinander stattfinden, hin und her shiften, wie es das Spiel nennt. Das Ganze hat also nichts mit Zeitreisen zu tun, wo man von der Gegenwart in die Vergangenheit reisen kann und wieder zurück, sondern hier geht es um... Ein Paralleluniversum? Das ist absurd! In der Spielerrealität ist Raphael tot. Oh, du bist es! Was ist passiert? Du bist verschwunden, die Decke ist eingekracht und... Ich dachte, ich wäre endgültig durchgedreht. Ich war im Labor mit der Frequenzkalibrierung für die Sonde beschäftigt. Ich kam gerade aus dem Kontrollraum, als es passierte. Ich hörte die Tanks platzen und den Alarm. Mir blieb nur eine Sekunde zum Reagieren. Die Kataxi im anderen Universum. Echt irre. Ich hab da was Experimentelles, das einer der Techniker gebastelt hat. Aber... Ich würde das gern denken. In Ordnung. Hier. Wurde noch nie getestet. Aber bitte. Und in Raphaels Realität ist das Labor zerstört und dort sind alle Forscher tot. Bevor wir richtig loslegen, sollten wir zu Ethan gehen und diese Waffe hier abholen. Die ist besonders effektiv abgestimmt auf jene Gegner, die uns gleich begegnen werden. Pass auf und sei auf alles gefasst. Ich passe zunächst die Energiezufuhr des Elektronenstrahls an. Wir sind bei 93 Teravolt. Kalibriere auf 95.
97. Damit wir gezielt springen 100. können, müssen wir zunächst in beiden Realitäten die Verzerrung rekalibrieren. Dafür brauchen wir zwei Sondensteuereinheiten, die sowohl in meiner als auch in Raphaels Realität rumliegen. Wenn wir beide haben, dann wird Maria Huge die ganzen Verzerrungen auf einen Nenner bringen, so dass wir gezielt hin und her shiften können. Das Hin- und Her-Shiften passiert dann nicht mehr unwillkürlich. Bevor es losgeht, müssen wir noch mit Diktorin Partell sprechen und Medizinisches mitnehmen. Bevor du gehst, sollten wir noch eine Sache besprechen. Wenn dieses Experiment die Ursache für dein Shiften ist, hört es auf, wenn du es beendest. Was passiert dann mit dir und mit uns? Genau. Und wenn du das Experiment beendest, wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammenbrechen. Du bist in diesem System der außenstehende Beobachter. Die Realität, in der du dich dann aufhältst, wird real. Zumindest für dich und dein Universum. Die Frage ist, welche wirst du wählen? Ich habe ein paar Medipacks übrig. Ansonsten bin ich weder Therapeutin, noch Psychologin oder Kosmetikerin. In allen anderen Dingen kann ich dir vielleicht helfen. Mein Tagebuch? Warst du in meinem Quartier? Für wen hältst du dich? Die Direktorin hat dir zwar Zugang zur Station gewährt, aber ich... Warte. Was soll das? Dieser Eintrag ist von mir, aber... Ich habe ihn nicht geschrieben. Die Brandspuren... Wenn wir bei Raphaels Universum Barakovas Tagebuch finden, können wir ganz viel zusätzliches an medizinisches Material bekommen. Und das werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Wir benutzen dann die Verzerrungen und springen oder shiften zwischen beiden Universen hin und her, um eine Tür zu überbrücken, die im anderen Universum verschlossen ist. Und ja, in beiden Universen gibt es eine veränderte Realität und du musst halt wie in so einem Labyrinth immer die nächste Tür öffnen und weiterkommen. Es gibt aber auch Schlüssel und Computer, die wir dafür nutzen können. Am Computer müssen wir meistens irgendwas überbrücken und dadurch öffnen wir dann halt eine Abriegelung und können dann die nächste Verzerrung nehmen und im nächsten Paralleluniversum wieder weitere Wege freischalten. Und so kommen wir dann Schritt für Schritt dem Ziel näher. Und unser Ziel ist das Artefakt, was in einem Kontrollraum stationiert ist. Und ja, da müssen wir so Laser ausschalten, ein Sicherheitssystem überwinden. Brückemann sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Das machen wir, indem wir die Primärkalibrierung durchführen. Den Weg in den Kontrollraum zu finden, das ist gar nicht mehr so einfach und der eine oder andere hat da auch ein paar Schwierigkeiten mit. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und die Mission ist auch sehr gut gestaltet und wir sind jetzt auch hier schon fast angekommen. Wir müssen in die andere Realität durch diese Verzerrung, in die Realität von Raphael. Und dort oben ist eine Tür auf, die in unserer Realität verschlossen ist. Und dann haben wir es geschafft. Also an dieser Stelle mache ich einen Kapitelmarker dran, sodass ihr immer gezielt sofort zu dieser Lösung springen könnt. Wenn ihr diesen Kontrollraum erreicht, dann solltet ihr erstmal speichern und einen neuen Speicherstand erstellen. Und ihr dürft auf keinen Fall irgendeinen Schalter benutzen hier. Wenn es euer Ansinnen ist, dass alle Parteien gerettet werden und ihr die maximale Belohnung haben wollt, dann dürft ihr auf keinen Fall dem Missionsbriefing folgen und der besagt, dass wir alle Schalter anschalten müssen. Das würde bewirken, dass wir uns für irgendeine Seite entscheiden. Als erstes müssen wir Raphael finden und dazu müssen wir dann in unsere Realität hinein. Am besten schaltest du jetzt alle Gegner in beiden Realitäten aus, ohne irgendwelche Schalter zu betätigen. Wir suchen Raphael und den finden wir in unserer Realität hier an der Treppe, direkt auf der Seite von dem Kontrollraum.
den sehen wir jetzt hier. Und wir sehen auch, dass die Tür verschlossen ist. Also in dieser Realität ist die Tür vom Kontrollraum immer verschlossen. Und wir plündern Raphael und lesen die Data Slate. Das ist ganz wichtig. Und hier sehen wir eigentlich all das, was wir zu tun haben. Wir haben am Anfang des Kontrollraums einen neuen Speicherstand erstellt. Und jetzt schnell speichern wir immer. Jetzt müssen wir in den Kontrollraum rein. Und das geht nur über Raphaels Universum. Und dort fehlt die Tür zum Kontrollraum. Da gehen wir dann hindurch und sammeln die Data Slate am Computer ein und lesen die auch. Ich versuche den Guide sehr gründlich zu gestalten, sodass ihr nichts Wichtiges verpassen könnt und vielleicht wegen sowas eventuell das Ziel verpasst, und das ist alle zu retten. Jetzt benutzen wir den Computer, und wichtig ist, dass man an der Xbox zuerst Initialisierung drückt. Das, was ich gelb markiert habe. Und da muss Status abgeschlossen stehen. Und dann gehen wir ein weiter runter, siehe gelbe Markierung. Und dann müssen wir entmagnetisieren. Wir erhalten dadurch eine Zahlenreihenfolge, die kann auch unterschiedlich lang sein. Und die ist bei jedem Spieler anders. Je nachdem, wie lang die Zahlenkolonne ist und du dir das merken kannst. Also wichtig ist, dass du hier keinen Fehler mehr machst und irgendwelche falschen Schalter drückst. Also hier musst du sauber arbeiten. Wir müssen jetzt den Schalter Nummer 2 finden. Und wir werden nur diesen Schalter Nummer 2 drücken. Hier ist die 7. Und hier ist die 2. Wir schalten das zunächst aus. Warten, bis die Mission getriggert ist mit 1 von 7. Und dann schalten wir den Schalter wieder an. Das gleiche machen wir mit dem nächsten Schalter, die Nummer 3. Wir schalten zunächst aus, warten, bis das die Mission triggert, und schalten wieder an. Dann suchen wir den Schalter Nummer 4, schalten wieder aus, warten, bis das Ganze getriggert ist, und schalten wieder ein. Und ich habe zu drücken 2, 3, 4 und den 7. Schalter, um hier die Aufgabe abzuschließen. Wir drücken den Schalter und warten, bis alles getriggert ist, und schalten den dann wieder ein. Das Missionsbriefing verlangt von uns, dass wir alle 7 anschalten, aber unser Ziel ist immer jeweils nur den einen Schalter zu benutzen. So muss unser Missionsbriefing 0 von 7 aufweisen. Dann benutzen wir den Computer erneut, und diesmal drücken wir auch wieder auf Initialisierung. Das macht nicht jeder Videoguide so, aber bei mir war das so, dass wir Initialisierung und als nächstes den Frequenzkalibrator drücken müssen, und dort die 24 GHz müssen wir auswählen für Raphaels Universe. In manchen Videoguides geht man hier sofort auf Frequenzkalibrierung. Wie gesagt, das hat bei mir bei der Xbox nicht geklappt, deswegen machen wir erst die Initialisierung und dann den Frequenzkalibrator. Wir wechseln in unser Universe und benutzen dort im Kontrollraum auch den Computer und machen alles genauso wie eben, also Initialisierung und dann den zweiten Reiter. Entmagnetisierungen. Dadurch erhalten wir wieder eine Nummernabfolge, die wir uns merken müssen. Die ist bei jedem Spieler unterschiedlich. Wir müssen jetzt erstmal wieder in Raphaels Universum rüber, weil nur dort die Tür ist, wo wir durchkommen. Und dann benutzen wir diese Verzerrung hier, um wieder in unsere Zeitleiste oder in unser Universum zu kommen. Und jetzt können wir diese Nummern hier drücken. Also wir suchen den Schalter Nummer 2. Da haben wir ihn auch gleich gefunden. Also das gleiche Spiel. Ausschalten, warten, bis alles getriggert ist. In Ruhe wieder anschalten. Dann suchen wir die 5, die ist hier oben auf dem Steg. Und hier wieder das gleiche, ausschalten, warten, bis alles getriggert ist, links oben in der Ecke, 1 von 7, und dann schalten wir ihn wieder ein. Das bewirkt, dass es wieder auf 0 von 7 zurückgesetzt wird, und wir suchen die Nummer 7, die ist am Anfang hier an der Treppe. Es könnte sein, dass ihr hin und wieder, wenn ihr was Schaltermäßiges drückt, dass dann doch nochmal ein paar Gegner kommen, die wir ausschalten müssen.
So, wir dürfen keinen anderen Schalter mehr drücken. Bei mir dürfen es nur die Schalter 2, 5 und 7 gedrückt sein. Und jetzt kehren wir zurück in den Kontrollraum. Dafür müssen wir eben einmal hier in Raphaels Universe rein. Und wir müssen in den Kontrollraum. Und hier in meiner Realität drücke ich nochmal auf den Computer. Den benutze ich und diesmal wieder Initialisierung drücken. Als erstes warten, bis der Status abgeschlossen ist. Dann Frequenzkalibrierung. Ja, dann warten, bis es durchgeführt ist. Und dann müssen wir die 40 GHz auswählen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann haben wir eine Missionsaktualisierung. Und zwar sollen wir jetzt die beiden Premier-Kalibrierungsschalter drücken. Der Kontrollraum hier hat sich jetzt komplett verändert, denn wir haben jetzt nur noch einen Mission Pointer hier am Ende. Sehen wir das? Um den erreichen zu können oder überhaupt hier rauszukommen, müssen wir nochmal in Raphaels Realität reisen. Und da ist es genauso wie in meiner Realität. Und dort, weil wir jetzt schon gerade hier sind, springen wir dahin und drücken den Schalter. Das müssen wir hier tun und gleich nebenan ist Gott sei Dank auch eine Verzerrung. Da können wir gleich an selber Stelle in unser Universum zurückkehren und auch dort denselben Schalter drücken. Es ist derselbe Schalter oder ein gleicher Schalter. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken. So, jetzt müssten wir das geschafft haben. Wir sehen so eine Schwankung, ein Hin- und Her-Shiften zwischen beiden Universen, so dass alles in Einklang gesetzt wird. Und so sieht es in Starfield aus. Was hat das zu bedeuten? Chefin, er wacht auf. Wie fühlst du dich? Wir scheinen ihn doppelt zu haben. Ja. Nach Ende der Abriegelung fanden wir euch beide bewusstlos auf dem Boden des Labors. Und dann fanden wir unseren Raphael. Ich fasse es immer noch nicht. Für mich seid ihr alle seit Monaten tot. Und dann das zu sehen, ist heftig. Echt heftig. Also ich persönlich finde das ganz fair, wenn wir nochmal Raphael fragen, ob er überhaupt in mein Universum leben möchte. Ich schätze mal ja. Was? Nein. Nein, da gibt es nichts mehr für mich. Das ist ein Wunder. Dann wird es Zeit, dass wir unsere Belohnung einheimsen. Am Ende war es wohl so. Wir werden das nie publik machen können. Es steht dir frei zu gehen und das Artefakt mitzunehmen. Ich denke, es ist völlig klar, wie wenig wir noch davon verstehen. Für die Rettung Raphaels und unserer Forschungseinrichtungen biete ich dir eine Entschädigung im Rahmen meiner Befugnisse an. Also, ich habe beschlossen, mir eine Auszeit zu gönnen. Nach allem, was hier passiert ist, brauche ich etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Aber wenn du mal einen Ingenieur brauchst, melde dich. Ich schulde dir alles. Danke, das war eine wirklich bemerkenswerte Erfahrung. Das war es für mich auch. Ich spiele die Mission sehr gerne wieder. Und hier haben wir den zweiten Raphael, der ist tot. Also es gab 33.000 Credits an Belohnung. Die Nishida, oder wie heißt sie? Nishina-Ausrüstung, bestehend aus Anzug und Helm. Leider kein Jetpack dazu. Frage, woher bekomme ich Nishina Jetpack? Gut, also das fehlte. Und dann reisen wir zurück nach New Atlantis und holen uns ja nach einer geraumen Zeit unseren Raphael dort ab. Also wer das Achievement noch nicht freigeschaltet hat mit 10 Begleiter. Hier ist dann eben noch ein Begleiter, den wir mitnehmen können.
Und da am Viewpoint, da finden wir Raphael und da können wir ihn auch als Begleiter hinzufügen. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe mich schon gefragt, wann du vorbeikommst. Danke, dass du mich nach New Atlantis gebracht hast. Die Drinks im Viewport sind immer noch wie früher. Ah, du siehst viel besser aus. Nach einer Dusche und einem Haarschnitt habe ich mich selbst kaum wiedererkannt. Aber jetzt fühle ich mich wieder mehr wie der Mensch, der ich in New Atlantis war. Ich bin noch etwas mitgenommen, aber mir geht's schon viel besser. Mein Ingenieurswissen ist auch nicht eingerostet. Hast du darüber nachgedacht, ob deine Crew noch jemanden brauchen könnte? Können wir. Willkommen an Bord. Ernsthaft? Du gibst mir wirklich eine Chance? Das überrascht mich jetzt. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, ich glaube, ich habe alles voll. Mein Schiff ist voller Begleiter, obwohl ich auch maximale Begleiter hier so, glaube ich, habe. Deswegen schicke ich ihn erstmal zum Außenposten. Also Schiff ist voll. Das wirst du nicht bereuen, versprochen. Ich gebe mein Bestes, um deine Erwartungen zu übertreffen, Captain. Wirklich. So, das war's. Wie man sich wohl so fühlt, wenn man plötzlich in ein anderes Universe reingezogen wird. Ja, das habe ich mit Raphael hier in meinem Außenposten ausdiskutiert. Er hat mir gesagt, wie er sich fühlt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüssi. Das war großartig. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier gibt es viel zu stöbern. Hier ist, was ich habe. Hast du, was du brauchst?